In der heutigen Häkelschule möchte ich euch ein Muster zeigen, und zwar mit tiefer gestochenen festen Maschen wie hier. Das ist ein ganz schöner Abschluss und lockert solche Sachen auf. Das zum Beispiel ist jetzt die Grundlage von einem Eulentopflappen. So, jetzt zeige ich euch das Muster. Als Vorbereitung habe ich hier 20 Luftmaschen angeschlagen. Dann 4 Reihen darauf gehäkelt in festen Maschen. Jetzt wechsle ich das Garn. Ich schlinge es dann immer einmal um den vorhandenen Faden herum, mache eine lockere Schleife und ziehe es bis dorthin. So, Faden ein bisschen großzügig abschneiden, weil wir den vernähen müssen. Wir fangen an, weil es ja feste Maschen sind, mit 2 Luftmaschen. 1, 2. Ein bisschen festziehen, weil wir einen Farbwechsel gemacht haben. So, und dann machen wir 2 feste Maschen. 1, 2. Ausgerutscht. So. Und dann gehen wir eine Reihe tiefer. Nicht in diese, sondern in die Masche darunter und machen unsere feste Masche. So. Die überspringen wir, weil wir 1 unten drunter geblieben sind. Jetzt machen wir wieder 2 feste Maschen. 1, 2. Wir sehen unsere dritte Masche, die hier wäre. Wir gehen aber 1 tiefer. Das muss dann nur ein bisschen locker gehäkelt werden, nicht, dass ihr euch die Maschen zusammenzieht und die Reihen. So, wieder 1, 2. Und dann ist die dritte bitte wieder 1 tiefer. 1, 2, 1 tiefer und das ganz locker häkeln. So, und das wäre jetzt ein weiteres Muster. Linke Seite, rechte Seite. Darauf würde ich dann vielleicht in einer anderen Farbe wieder 3 Reihen häkeln, feste Maschen und es wiederholen mit der tiefen Masche.